Das sind aber zum Glück nur normale Yuan-Tis. In Anführungszeichen. Oh, ich muss auch mal gucken, ob der Magier was dabei hatte. Weil die beiden hatten jetzt Langschwerter dabei, okay. Aber der Magier könnte theoretisch ja auch noch was dabei gehabt haben. Also ja, das waren normale Yuan-Ti, nicht mal Krieger. Die sind dann halt richtig böse. Ah. Ja, auch toll. So kommt man auch aufs Dach, also. Das hatte ich vergessen. Gut, das heißt hier wieder rein. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, ja, bevor ihr das... Was möchtet ihr? Aber der Magier scheint nichts dabei zu haben. Okay. Dann gucken wir uns jetzt erstmal das Zimmer an oder die Treppe zum Dach. Ich bin neugierig, wo wir hier rauskommen. Oh. Bei noch mehr Yuan-Ti. Den Turm können wir nicht rein, schade. Aber jetzt haben wir so ziemlich fast die ganze Burg aufgedeckt. Ja. Gut, dann heißt das, wir gucken in das Schlafzimmer hier unten. Keine große Herausforderung. Fragt nur. Lasst mich bitte, das ist fast unter meiner Würde. Ich verstehe das nicht. Abgesehen von einigen Dienern haben wir nur wenige Tote gesehen. Wo sind die Wachen? Sie sollten bis zum letzten Atemzug gekämpft haben. Glacius, der Leibwächter meines Vaters, soll sich hier im Schlafzimmer befinden, aber ich sehe keine Leiche. Die Weiglinge sind wahrscheinlich geflüchtet. Jede Wette, dass das reiche Leben sie verdorben hat? Man hat sie vielleicht gefangen genommen, um als Nahrung zu dienen. Vielleicht werden die Leichen auch anderswo gelagert. Wie stark war ihre Loyalität zu euch? Vielleicht haben sie einfach beschlossen, dass es den Kampf nicht wert ist. Vielleicht waren sie nicht so effektiv, wie ihr gedacht hattet. Nehmen wir mal das, nicht ganz so nette, aber eher positive. Daran will ich gar nicht denken. Einige Diener waren gute Bekannte. Sie waren dankbar für meine Wohltaten, denke ich. Die Wachen waren allerdings immer ein wenig distanziert, etwas unfreundlich mit Ausnahme von Glacius. Aber sie kamen mit besten Empfehlungen, sie wurden alle in allem ausgebildet. Ich bin... War's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. Mhm. Okay, da ist eine Falle gewesen. Und Geheimgänge. Einfach, ich werde tun, was ich kann. Ah, die führen zu dieser Tür hier. Okay, da war wieder ein Froststab drin. Ich warte, was immer ihr wünscht. Wie kann ich am nützlichsten sein? Ich bin gerne zu Dienst. Die Tür war... Das
ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Anderen helfen und gute Taten vollbringen. Okay, jetzt ist das Gepäck hier auch überfüllt. Der Zauber befindet sich bereits im Zauberbuch. Grünsteinring, Wurfpfeil der Betäubung. Wie kann ich helfen? Das sind wieder Säurepfeile. Das sind Bolzen, die ich noch nicht identifizieren kann. Da brauchen wir Pfeile. Werde ich. Ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. Ja, das... Oh. Zerome, meines neuen Meisters, dessen Zauberkunst mir den Weg gewiesen hat. Ich werde euch vernichten. Oh je. Ja, wenn ihr es wollt. Der sieht entschlossen aus. Na, sehen, wo wir jetzt hier rein stolpern. Natürlich. Lasst mich bitte helfen. Er ist auf jeden Fall nicht sonderlich stark, ja? Irgendwie. Hätte ich nicht sagen sollen. Der macht halt, ist er ja gerade die Hölle heiß. Ich bin zu allem bereit. Und jetzt dreht er durch. Heiltränke, ein Punkt. Da, das. Oh, der Säurepflegelkopf. Aha, sehr schön. Der Prunkanisch, ja. Das Ding wäre halt richtig imbar, wenn Talisa es trägt, mit der Rüstungsklasse von 1. Das Teil wiegt eben auch entsprechend ordentlich was. Und der Flegelkopf. Feuerriesenstärke-Trank. Ich warte. Keine große Herausforderung. Na gut. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Geheimgang. Weil ich glaube, hier geht es runter dann in den Kerker. Okay. Ja, die Tür ist im Eimer. Ja. Ja, und ich verbrenne jetzt mal meine Heilzauber. Ich warte. So. Ja. Gut. Fragt nur. Nun gut. So, das erste, was ich mache, ist nochmal runtergehen. Und den Flegelkopf montieren. Das da kann ich immer noch nicht öffnen, gell? Nein.
Wie kann ich, wenn ich doch nur so viel für alle anderen Bedürftigen tun könnte? Ich versuch's ja so sehr. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Anderen helfen und gute Taten. Okay. Jetzt ist da nichts Besonderes drin, außer zwei Ketten. Dafür habe ich einen so wertvollen Trank verplempert. Nein. Keine große Herausforderung. Nun gut. Ja. So wie ich auch diese Tür hier nicht öffnen kann, hä? Aber ja, ich kann jetzt den Flegelkopf. Das ist einer der drei Flegelköpfe, die Fürst de Anris gehören. Um den Flegel wieder in funktionsfähigen Schussstand zu versetzen, sind nicht unbedingt alle drei Flegelköpfe erforderlich. Aber ja, dadurch kriege ich den zweiten Flegelkopf dran. Das heißt, ich habe schon mal zwei verschiedene Schadensarten und er müsste noch besser werden. Also im Augenblick ETW 8 mit ...1W6 plus 2. Und plus 1 durch Kälte. Was immer ihr wünscht. So. Ihr platziert einen Teil des Fliegers auf dem Amboss und die Arbeit beginnt. Dann haben wir beginnt zu schlagen. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Ja. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Und er hat sich wieder verändert. Flegel der Zeitalter plus 2. 1W6 plus 3 Wucht, plus 1 Kälte, plus 1 Säure, minus 2 ETW. Und damit haben wir ein ETW von 7. Das wird immer schöner. Und der Flegel macht immer mehr Schaden. Jetzt müssen wir noch das letzte Flegelteil finden. Das heißt, Trolle sind jetzt kein Problem mehr. Wenn Talisa sie haut, sind sie tot. Also, wenn sie umgefallen sind, meine ich. Das heißt, ich brauche mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ihr müsst eure... Das heißt, ich kann mir jetzt in Zukunft die Feuerpfeile... für wichtigere Sachen aufsparen. Natürlich. So. Die Tür war, wie gesagt, im Eimer. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Wächter der Familie der Arnis. Halt, wer seid ihr? Herrin Nadia, seid ihr das? Seid das wirklich ihr? Hendron, ihr seid am Leben. Was macht ihr hier? Ich habe uns hier verbarrikadiert, um eure Tante zu beschützen. Ich habe nur gegen wenige Trolle kämpfen müssen, die scheinen an keinem von uns Interesse zu haben. Wir sind hier, um die Invasion zu bekämpfen und alle Überlebenden zu retten, Hendron. Ich bin froh, dass Tantchen noch am Leben ist. Würdet ihr sie zum Palisade begleiten, Hendron? Ich werde dahin gehen, wohin auch eure Tante geht. Ich habe geschworen, sie zu beschützen und ich habe meinen Schwur bisher nicht gebrochen. Es ist nur... Tantchen ist eine echte Nervensäge, oder? Nun ja, keine Sorge, ich werde mit ihr reden. Oh, es ist ein Albtraum. Noch mehr Wilde, die mit ihrem Dreck mein Haus ruinieren.
Ich habe eurem Kommandeur schon gesagt, dass ihr nichts anderes als Verurteilung von mir erwarten könnt. Auf diese Art in ein Haus zu marschieren.